So, wir sind hier auf dem PomPom Launch Event, wie man, glaube ich, unschwer erkennen kann. Und ja, da sind ein paar neue Geräte vorgestellt worden, vor allen Dingen für Sportler und auch für die Leute, die mit dem Auto eben halt sich nicht zurechtfinden können. Die Software wurde neu überarbeitet für die PDAs, für die Personal Driving Units, sage ich einfach mal ganz einfach. Und natürlich auch die Sportwatches. Die sind klein, handlich, nicht so bulky, wie TomTom sagt, wie die Konkurrenz. Und es hat einen großen Button, hinter dem sich auch ein GPS-Empfänger oder Sender eben halt befindet, womit man seine ganzen Aktivitäten dann eben halt tracken kann und so weiter und so fort. Das alles hoffe ich mal gleich noch in einem kleinen Hands-on nochmal mir genauer ein bisschen anzuschauen. Und alles Weitere dann später. Jetzt sind wir also bei den TomTom Sport Watches. Oder besser gesagt, was ist der TomTom Multisport? Obwohl da steht, dass es der Runner ist, das sieht man nämlich ganz eindeutig daran, dass man einfach mal hier nach rechts geht und dann sieht man da Run, Cycle, Swim und Treadmill. Das bedeutet, der kann nämlich alles. Der andere, der TomTom Runner, der Einsteigermodell, bekommt dann nur Laufen, Cycle und Swim, gibt es dann eben halt nicht. Hier unten drunter, da sieht man das GPS-Modul, das gleichzeitig auch die Bedienelemente dann beinhaltet. Ein Knopf mit 4-Wege-Bedienung gibt es hier und da kann man überall hineingehen. Es ist, sage ich mal, sehr intuitiv zu bedienen. Einfach dorthin gehen, wo man hin will, über den Bildschirm gehen und schon geht es eben halt los. Man kann jetzt eben halt sagen, ich will jetzt heute mal laufen und dann sagt er kurz, please wait. Dann sollte er gleich das GPS-Signal bekommen und dann kann man auf Go drücken und schon geht es los. Dann fängt er an, die Distanz zu berechnen. Wenn man dann runtergeht, kann man auch noch die Pace dann einstellen und so weiter und so fort. Das alles kann man eben halt einstellen. Man kann natürlich auch noch pausieren. Wenn man jetzt das einfach mal ein bisschen weiter in die Tiefe hineingeht, da waren wir. Und dort runter geht, da kann man dann hier auch noch das Training dann so einstellen, dass man gegen sich selber eben halt läuft. Seine alten Zeiten zum Beispiel, wie Distanz und so weiter und so fort, das kann man eben halt alles machen. Es ist eigentlich eine spannende Sache, wenn man Sportler ist. Für all diejenigen, die, glaube ich, mal keinen Sport machen, ist das komplett uninteressant. Die Akkulaufzeit soll hier 10 Stunden betragen, wenn man GPS eben halt anmacht, wenn man GPS das nicht aktiviert, sondern das einfach nur als Uhr benutzen möchte. Das ist ja so ein Side-Effekt, dass man da eben halt mit dem TomTom Runner und auch dem Multisport eben halt hat, dass man das auch als Uhr verwenden kann. Dann soll es bis zu 30 Tagen eben halt halten. Hier gibt es auch einen kleinen Knopf, dass man eben halt die Beleuchtung einschaltet. Das kann man auch noch, wenn man zum Beispiel auf dem Fahrrad sitzt, dann kann man das natürlich auf die Dauer beleuchten und dann einstellen. Wenn jetzt hier jetzt gerade jemand nebenan quatscht, dann ist es natürlich ein bisschen blöd, wenn ich hier gerade bei der Aufnahme bin. Aber da kann man nichts machen. Das ist ja nun mal eine kleine Live-Demonstration hier. Diesen Strap kann man auch noch austauschen. Leider ist das hier festgebunden. Ich kann das nicht abmachen. Dieses kleine Modul kann man abnehmen. Dann hat man nur diese ganzen Gummidingen. Die Multisport kommt mit einem sehr robusten, etwas dickeren Handstrap. Und ja, Preise sind leider noch nicht bekannt. Im Sommer soll das am Markt erscheinen, aber man sagt, eben mal von TomTom aus, dass es eben halt preisig sich an den Konkurrenz eben halt orientiert. Wie gesagt, das hier oben ist noch Gorilla Glas, das ist also ganz robust. Die Multisport hat eine Hardware, die etwas sich von dem Runner unterscheidet, nicht nur von den Funktionen der Software, sondern die Runner kann nämlich, die Multisport hat nämlich auch noch einen Drucksensor drin. Das bedeutet, dass dann nämlich halt die Höhenunterschiede gemessen werden können und das Ganze ist bei beiden natürlich wasserdicht, so dass man damit auch damit unter Wasser gehen kann. Alle weiteren Informationen erfahrt ihr natürlich auf der Webseite. Und jetzt schauen wir uns natürlich nochmal die ganzen Navigationsgeräte an. Ihr merkt schon, meine Stimme ist schon ein bisschen weg. Alles Weitere gleich noch bei den Navigationsgeräten. Jetzt sind wir jetzt hier beim TomTom Go 6000 und wir schauen uns das mal ein bisschen an. Die erste Nummer, also sprich die 6 in der 6000, bezeichnet eigentlich die Bildschirmgröße. Das sind also 6 Zoll. Es gibt noch die 5er Serie und die 4er Serie. Die haben dann jeweils 5 oder 4 Zoll oder bis zu 4 Zoll, sagen wir mal. Und dann die 6000er Serie, also das Gerät, was wir jetzt hier sehen, hat eben halt 3 Nullen. Die letzte Null bedeutet mehr oder weniger, dass das Ding schon ein eingebautes GSM-Modem halt hat. Und das bedeutet, dass dann eben halt die ganzen Daten, die es, sag ich mal, für Traffic
Lifeline-Traffic nicht mal bekommt und auch always connected ist. Das bedeutet, dass er die Daten dann über das GSM-Netzwerk, über das eingebaute GSM-Modem dann halt bezieht. Ne? Hier sieht man ganz schön, das ist ganz ein komplett neuer Layout von TomTom Software. Und hier sieht man auch einen neuen Balken. Der sagt euch nämlich die Distanz bis zum Ziel, die Zeit und dann auch, welche Verkehrssituationen dazwischen liegen. Zum Beispiel hier, was da eben halt Slow Traffic ist, was da 1,2 Kilometer, sage ich mal, ja, sehr langsamer Schneckenverkehr ist und dass man dort 2,5 Minuten mehr oder weniger verliert. Ne? Da kann man wieder zurückgehen und dann sieht man wieder seine ganze Strecke. Ne? Das ist alles sehr schön. Es ist multitouchfähig. Das kommt bei der Navigations-, also das Display. Man kann also Pinch Out, Pinch In oder man verwendet eben halt klassisch die Tasten hier. Wenn man hier nochmal drauf drückt, dann kommt man natürlich in die, sage ich mal, übergeordnete Ebene. Kann da eben halt nach Städte suchen, hier einfach eingeben. Sagen wir mal Flughafen, aber das wird er wahrscheinlich nicht finden. Sagen wir mal Airport. Und da seht ihr hier, das ist immer dann die Point of Interest. Ich packe das mal kurz weg. Hier sind die Point of Interest und das dann mehr oder weniger die, sagen wir mal, Adressen, wo eben halt Airport drin eben halt vorkommt. Ja? Auch sehr schön gemacht, dass man dann eben halt diese zwei Sachen dann gesplittet bekommt. Current Route kann man nochmal einstellen, Traffic Speed Cameras und so weiter und so fort. Ups, jetzt bin ich wieder weg. My Places ist auch ganz schön, man kann also seine eigenen Lieblingsplätze, wie zum Beispiel mein Arbeitsplatz, mein Zuhause oder eben halt dort, wo die Oma wohnt oder so und so weiter und so fort, da einprogrammieren und dann kann man das mit einem Klick dann auch immer wieder hinzuaddieren zu der aktuellen Route. Parking gibt es hier auch noch. Petrol Stations kann man hier auch noch relativ schnell dann eben halt einfügen und in die Steuerung mit einbauen. Und was gibt es hier sonst noch? Traffic Speed Cameras und so weiter und so weiter. Das ist alles immer da. Lautstärke kann man auch noch verändern. Die Software ist alles gleich bei jedem Gerät, sei es von einer 500er, 600er, 6000er oder auch einer 400er Version. Man muss sich also eigentlich nur entscheiden, ob man einen Always Connected Gerät, wie dieses eben hier da haben will, der eben halt schon ein eingebautes GSM-Modem hat, oder eben halt das andere Gerät, was dann eine 500er oder eine 400er Serie ist. Damit müsste man, wenn man dann den Lifetime-Traffic dann eben halt verwenden will, eben halt ein Handy haben, das Bluetooth-fähig ist und dann per Bluetooth konnektieren. Das, was Lifetime-Traffic und auch die ganzen Kartenmateriale hat man jetzt auch geändert. Man muss nicht mehr dafür bezahlen. Man bekommt also diese Traffic-Information ein Leben lang. Kartenupdates bekommt man jetzt auch ein Leben lang. Und 3D steht ja auch noch, 3D-Maps, das gibt es auch noch zu sehen. Launch-Datum wird im zweiten Quartal sein. Die Preise sind noch nicht genannt worden, aber das, wenn die mal da rauskommen, werden wir dann alles auch noch erfahren. Und ja, das war's von meinem kleinen Aufenthalt hier in Amsterdam und den kleinen Hands-on zu den beiden neuen Produktkategorien aus dem Hause TomTom. Alles weitere, wenn die Geräte am Markt sind, dann werden wir das natürlich auch noch mal genauer betrachten. Bis bald. Tja, das war die TomTom-Veranstaltung in Amsterdam. Ein Launch-Event, der, sage ich mal, noch ein Papier-Launch ist. Nein, nicht Papier-Launch, aber es gibt wenigstens Produkte, die man schon anfassen konnte, die aber noch nicht am Markt sind. Da sind zum einen der Runner und der Multisport. Schöne Geräte, wie ich finde, für die Sportler, für eine Zielgruppe, die klar definiert ist, also die Sportler, die laufen, die Fahrrad fahren oder die auch schwimmen wollen. Für die ist ein Multisport. Wer nur laufen will, kann sich den Runner dann eben halt holen. Und dann gibt es noch die ganzen Navigationsgeräte. Das bedeutet nichts anderes, als dass sämtliche Geräte, die jetzt eigentlich am Markt sind, end of life sind. Die sind also passé, sehr bald, wenn die neue Go-Serie eben halt startet. Dann gibt es, wenn man ein aktuelles Navigationsgerät von TomTom eben halt kaufen will, nur noch die neue Go-Serie. Das heißt 6600, 500 und 400. Jedenfalls diese habe ich gesehen. Und die Software ist einfach toll. Multitouch-Screen ist dann eben halt da drin. Und auch die ganze neue Optik, die neue UI gefällt mir sehr gut. Und vor allen Dingen, ihr braucht nie wieder Kartenaktualisierungen zu bezahlen. Auch der Traffic
die Verkehrsinformationen, also die ganzen Daten, die TomTom eben halt sammelt aus den ganzen Navigationsgeräten und daraus dann eben halt, sage ich mal, Staumeldungen für euch auf den Screen halt bringt, die sind jetzt auch kostenlos. Die Geräte unterscheiden sich insofern, dass eine Always On ist, das bedeutet, dass da ein GSM-Modem drin ist und die anderen werden über eine Bluetooth-Verbindung zu eurem Smartphone die Daten über euer Smartphone dann eben halt beziehen, über das GSM-Netz, das ihr über euren Smartphone dann eben halt zur Verfügung stellt. Ja? Das ist dann auch eine schöne Sache. Ob das so gut klappt, müssen wir mal abwarten, bis es dann eben halt Geräte gibt, die man dann mal ausprobieren kann, zu Hause, in der eigenen Umgebung, in eigenem Fahrzeug. Was ein bisschen, sag ich mal, blöd ist bei den Always-On-Geräten, ist, dass man die nur in Europa einsetzen kann oder in den jeweiligen Ländern, wo man sie sich gekauft hat. Denn TomTom bezahlt ja für euch den kompletten Datentraffic bei den Always-On-Geräten. Und da hat man eben halt diverse Provider. Hier ist es in dem Falle, glaube ich, in Europa Vodafone. Ob das weltweit auch Vodafone ist, weiß ich nicht ganz genau. Das ist eben halt eine kleine Hürde, die dann eben halt noch zu überwinden gibt. Das bedeutet, Trafficinformationen, wenn ihr ein europäisches Gerät nach USA eben halt mitnehmt, um da eben halt euren Urlaub zu verbringen, gibt es dann eben halt nicht. Soweit von TomToms Launch Event hier aus Amsterdam. Eine schöne, runde Sache, wie ich finde. Geräte werden in nächster Zeit, in den nächsten paar Monaten am Markt erscheinen. Und wenn die erscheinen, erfahrt ihr es natürlich bei uns im Blog. Alles Weitere werdet ihr auch da finden. Und ganz, ganz viele andere spannende Sachen auch. Wenn ihr das Video toll findet, liked es. Und folgt uns auf Twitter, Facebook und auch auf YouTube. Bis bald. Ich kauf lieber online. Gekunst.de, einer für alles.